Aber wo wir gerade bei Geralt sind, in Blood and Wine gibt es als Rüstungsset das Manticore-Set, das Geralt in Teil 1 anhatte. Also ich unfassbar cool finde. Geil. Aber ich renne eben mit meiner Wolfsrüstung um. Ich habe gestern Hearts of Stone, also den zweiten Teil aufgenommen. Ich habe schon mal eine Runde Hearts of Stone jetzt gespielt. Ich muss sagen, der DLC ist ultra klein. Also 30 Stunden Spielzeit, wobei es kann sein, dass 30 Stunden Spielzeit für Blood and Wine waren. Hearts of Stone ist extrem schnell durch. 5 Hauptquests, 10 Nebenquests, easy. Dann habe ich mal wieder die eine Nebenquest so richtig schön in René-Style gelöst. Hm, ja, die sind suspicious. Oh, gib die Quest ab, Quest abgegeben. Ich hätte die halt noch auf eigene Faust untersuchen können und gucken können, ob die Dreck am Stecken haben, so in dem alten Pärchen. Das waren, glaube ich, Kannibalen oder so. Ich so, Weg von denen. Ich so, ihr seid suspicious. Egal, ich kann die Quest abgeben. Hab die Quest einfach abgegeben. Ula Bandiga. Und jetzt brauche ich 48 Milliarden Orans, die nicht Orans heißen, sondern Kronen, um den scheiß Verzauberer aufzubauen. Hast du Hearts of Stone mal gespielt? Nee, ne? Da gibt es jetzt einen Verzauberer, der dir deine Waffen und deine Rüstung verzaubern kann, also auch wirklich mit geilen Sachen. Und der will, weil er sein Werkzeug verloren hat, will er erstmal 5000, dann will er nochmal 10.000, dann will er nochmal 15.000. Der will insgesamt 30.000 haben. Hey, 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 ich bin der goldene Reiter. Boah, Alter, was da genau los ist. Wer fehlt? Marcel. Der goldene Reiter fehlt. Dein Pferd lahmt. Ach, er hier wieder. Hey, Nara. Ihr seid Gorima und wir müssen reden. Ist Hogis auch an dem Kerstvisa? Auf die harte Tour. Gunnar, nicht Gorima, Gunnar. Wir müssen reden. Kinta Villa Gito Turco. La Tate Hata Mogota. Erschafft ihr hier Cyborgs? Hajukata Ferfiaka Wald. Hosu idol keras tulas eva nasto asbult ahatasa. Amun kaja kostung, vota hoje mar imlik, ete varol. Kopftransplantation. The wookie wook. Eves told ere mi as Ingrid. Lehn Pornata Feder Sittin. Er darf nicht nochmal die Chance kriegen, uns zu verraten. Schießen Sie schon! Scheißen Sie schon. Wir sind böse, ne? Yep. Lass dich von deinem Hass leiten, Jakaro. Das war so Sith von dir. Oh ja. Natürlich fühlt sich das gut an. Hass fühlt sich immer gut an. Ja, weiß ich seit ein paar Wochen auch. Was für eine Überraschung. Das ist die mögliche Komplikation, die ihr gespürt habt? Nein, meine Beraterin ist nicht bei Ihnen, auch wenn ich ihre Anwesenheit spüre. Benico scheint meine Partner hier überzeugt zu haben, dass ich nichts... Ja, von euch hat keiner Netflix, ne? Nope. Doch, halt durch dich, Michael. Hast du schon mal Stranger Things geguckt? Mhm. Ist das gut? Ich habe ja schon einige zwielichtige Aktionen. Ja, hatten wir schon mal einen Anfang angesehen, aber ich weiß immer noch nicht, worum es da geht. Das ist eine ganz andere Nummer. Das wäre vielleicht ein Argument. Sieht gut aus, aber ich habe keine Ahnung, worum es geht. Nur wüsstet, wovon und so ein Mädchen mit Superkräften, glaube ich. Ich möchte nicht unhöflich erscheinen, aber da wir alles haben, was wir brauchen. Hört ihr das Gejaule da draußen? Nee. Das scheint ja bei mir zu sein. Nee, das ist bei mir. Ja, bei mir ja auch nicht, keine Ahnung. Nee, Musik, die Jaule. Na so. Hey. Nein. Nee, es ist, ich bin der Musik Goldene aus dem Nahen Osten, sagen wir mal, freundlich. Moskau! Nahosten! Nicht Ostblock! Russland ist auch nah! Nah Südosten, meine Güte!
In Äquatornähe. Also bei Äquatornähe schon wieder zu krass. Da kommt Uli Bumuli. Ah, wir sind wieder in Rapture. Was hast du den Bioshock Remake bekommen? Nope, weil ich Bioshock nicht benutze. Nope. Ich hab mir extra Bioshock 1 nochmal für Steam gekauft. Aber hey, wir kriegen. Aber wenn. Skyrim noch. Ja, ich muss mir auch noch kaufen. Ich muss echt mal in meinem. Ich hab auf dem Desktop eine Textdatei, wo ich mir das Datum eingeschrieben hab. Damit ich mir vorher kaufe. Ich glaube, ich muss jetzt noch vor Oktober kaufen. Ja. Ich muss mir die DLCs kaufen. Ich hab auch. Wird Zeit. Ja, weil letztes Mal, wo ich. Die sind geil. Ja, ich muss ja noch spielen, davon mal abgesehen. Ich habe mir letztes Mal, wo ich mir die Gamecard für SVTOR gekauft habe, habe ich mir Bioshock 1 nochmal für einen 5er oder so geholt. Bioshock 2 von der Western habe ich und Bioshock Infinite wird eh nicht geremaked, also kann ich mir das auch irgendwann mal später kaufen. Vor allem die Remakes sollen total scheiße laufen, aber ich habe sie. Ja, Bioshock ist eh so ein Spiel, ey. Das Spiel ist wie ein Film, das Spiel ist genial. Aber ich hab viel zu viel Angst. Das sagt der. Bei Horrorfilm hab ich keine Angst! Achso, wir hatten ja nur 5 Minuten Zeit. Scheiße, wie war das mit dem nochmal? Was haben wir nur? Ach ja. Ich glaub einfach drauf kloppen. Der macht gleich irgendwas, das weiß ich noch. Also gleich kommt irgendwas, was leuchtet und bunt ist. Mehr weiß ich nicht. Party! Viele, viele bunte Party. Komm her, du Hure! Hure! Ich glaube, die 5 Minuten, die sind hier eh unwichtig, weil mein Kritik so oder so tot. Das waren ja 8 Stunden. Ja, beim letzten Mal war es ja. Ach, die Neo-Tag. Ach ja, stimmt. Oder? Genau, an dem Feuer. Stimmt, das ist Feuer, hier der Boss aus den Schwarzwaldshöhlen, wenn du dich erinnerst, Tobi. Ja, jetzt ist das Problem. Nein, wo ist mein Spot? Hier. Komm mal her. Achso. Er hat mich hart ignoriert. Komm mal her. Das interessiert ihn einen Scheiß. Ja, und der hat lieber mit unseren Zuhörern. Kann ihn bestimmt auch nicht. Natürlich nicht. Spot. Das unziehbar. Ich hab's gesagt, und das hat sich dann erledigt. Was ist denn hier los? Geiler Tank. Was heißt geiler Tank? Ich kann ja nichts dafür. Hey, jetzt ist so langsam. Komm mal ran hier. Yay! Jawoll! Wenn wir das nicht schaffen, müssen wir den ohne Begleiter machen. Also ohne unsere. Easy, guck mal. 4 Minuten mehr. Wo ist denn der Timer? Lächerlich. Achso, das sagt er wieder durch. 3 Minuten. Ah, noch 3 Minuten. Lächerlich. Huppa. Jetzt schluckt er. Ja, jetzt ist das nächste Problem. Wie eine russische Nutte. Keine französische Nutte? Nee. Russische Nutten schlucken mehr. Die. Dadurch, dass der Lippen offen. Achso. Magen sind. Nee, der Magen ist aufgebläht, weil die. Ich wollte es gerade auch sagen, ey, fick dich. Was tun wir jetzt? Tun wir keinen Loot? Maus da an die Konsole, zack, zack. Gibt's heute noch? Achso. Okay, auch der alte Spielermodus. Ausgeludet. Ausgeludet! Zack. Hey! Ah, ich liebe dieses Game. Hat dein Heiligpriester eigentlich den Treugriff noch? Noch einen Moment. Du hast mich noch nie getreugrifft, ich fühle mich verraten. Das stimmt, aber ich rette auch euer Leben. Weil ich ein guter Tank bin, ne? Hm. Ja, ich weiß. Hast du auch gesagt, das ist mir egal? Ja, ich habe ein Problem. Genau, das versuche ich gerade. Beeilen Sie sich! Ich bin nicht für derartige Tiefen konzentriert. Ey, das ist keine Rolex. Gut,
Der geht nicht bis zu 200 Meter unter Wasser, wobei wir sind wahrscheinlich ein paar tausend Kilometer unter Wasser. Das ist ja ein Wasserplanet. Ja, genau, so ein Pixel. Pokémon erste Generation, so ein Sprite. Ja. Geil. Ah, da ist der Loot. Loot! Alter, da waren eine Menge Credits drin. Ach toll, die wurden mit euch geteilt. So ein Bullshit. Was für ein Scheiß. Wenn ich teilen! Teil gar nichts, nicht mal einen Link. Ich hab Ohrringe bekommen, die ich nicht brauche. Cool. Ja, du musst übrigens gucken, wenn du dann mit Shadowplay aufnimmst, dann brauchst du ja mein Schnittprogramm. Mit Adobe wird da nix. Das! Du musst mit OBS aufnehmen. Ich nehme auch deins. Wenn du mir erklärst, wie es funktioniert. Ja, das ist also aufwendige Schnitte gehen nicht, aber halt vorne was wegschneiden, hinten was wegschneiden, Outro ran. Gut, mehr brauche ich ja nicht. Ja, deswegen. Aber halt, wenn du mal sowas Aufwendiges wie zum Beispiel Pokémon Go machen willst, was ich habe ja da so viel gemacht, das musste ich mit Premiere schneiden, sonst das ging nicht anders. Aber das hat ja auch nicht so eine hohe Qualität, also. Das ging schon. Pokémon Go. Man ihn anschwulen kann? Lass es uns probieren. Willkommen zurück. Ihr habt wieder eine schwule Piercing. Natürlich kann man den anschwulen. Über die nur wenige verfügen. Ich habe schon Schlimmeres gesehen. Ich glaube, ich sollte euch von Teron Shan, der ist voll wichtig. Ich weiß schon, mit wem ich rede. Ja. Ich bin Teron Shan vom republikanischen. Ich weiß schon, mit wem ich rede, aber ich bin Teron Shan. Verbündeter. Oh. Hast du auch gesagt, Lust auf einen Seitenwechsel? Ja. Ich fühle mich selbst. Bei dir muss aber das Ufer gar nicht wechseln. Ich werde natürlich nicht mal darüber nachdenken, aber ich fühle mich dennoch geschmeichelt. So wie wir von Darth Arkes getäuscht wurden. Der hat auch eine ganz berühmte Stimme. Getäuscht, von Colonel Darok. Ich habe gestern übrigens mal Ted 2 geguckt. Habt und was Lana und ich in Erfahrung bringen konnten, nee, müssen wir davon aus. Ich habe letztens drüber nachgedacht. Und dann habe ich die Szene Tom Brady gesehen. Ich bin nicht mehr aus dem Lachen rausgekommen. Kult. Moment, erklär die danach. Revan lebt nicht mehr. Dafür habe ich gesorgt. Der ist doch abgehauen, wir haben das doch sogar gesehen. Es sind jene, die seinen Lehren folgen, die uns Sorgen machen. Sie sind ziemlich mutig geworden. Sind wir nicht Revanita sogar? Der Revan-Orden operierte meist in den Schatten des Imperialen Raums. Wir haben mit Level 15 oder so geworden. Aber jetzt hat sich ihnen mindestens eine bedeutende wie die deutsche Johannita Person angeschlossen. Das heißt, dass ich meinen Leuten nicht mehr trauen kann. Und Lana geht es ebenso. Anwesende natürlich ausgeschlossen. Und wenn die Revanita wirklich eine Cyborg-Armee aufbauen... Das ist Jakaro. Zweimal. Und ich bin C2D4. Ehemaliger Dolmetscher Ihrer Eminenz, Königin Lina von Onderon. Sieht die gut aus? Ich hab jetzt schon keinen Bock mehr auf ihn. Hey, Jakaro, wie würde es dir gefallen, mir dabei zu helfen, die beiden zu finden? Ey, der ist so ein typischer Schmuggler und der hat einen Wookie. Klischee. Darüber sprechen wir noch. Lana, plus seid ihr dabei? Der zerteilt noch ist. Nicht, Prinzessin Leia hat er auch. Prinzessin Lana. Ich muss im Imperium so viel wie möglich darüber in Erfahrung bringen. Kommt nicht dieses Jahr Dingens? Das hier. Sag schon, Rogue One. Ja. Ja, im Dezember. Ihr habt euch wie erwartet gut geschlagen. Wir sprechen uns bald wieder. Unsere Arbeit hier ist getan. Haben wir ein Dezember wieder ein Date? Juhu. Yay, yeah, endlich sehen wir uns mal wieder. Oh Gott. Oh Gott. Beim Teleporter. Morty. Kling.
Boah, ich hatte heute sowas Geiles zum Mittag und ich habe noch was übrig, da freue ich mich. Geil. Ich habe es endlich mal geschafft, etwas von Tasty, wenn euch die Seite was sagt, nachzukochen. Mhm. Nachzukochen? Bist du krank? Nö, das war ja easy. Du weißt, Wasser ja. Für Nudeln warm machen ist kein Kochen. Nee. Bratpfanne, Huhn, Boden, Knoblauch, Sojasauce.